Nur wenige Tage nach der Geburt des kleinen Archie muss Harry schon wieder auf Reisen. Der Prinz ist zu Besuch in den Niederlanden. Dort startet der frischgebackene Papa den Countdown für die Invictus Games, der von ihm ins Leben gerufenen Sportmeisterschaft für verwundete Soldaten. Sein soziales Engagement rührt von seiner eigenen militärischen Laufbahn. Doch Meghan und ihr neugeborener Sohn Archie sind nicht dabei und das ist ja so kurz nach der Geburt auch nicht verwunderlich. Aber Harry macht das Beste daraus und probiert sich sogar im Bogenschießen und macht dabei eine ziemlich gute Figur. Der Prinz wirkt überglücklich und sehr entspannt. Wer kann ihm das verübeln? Doch obwohl er gerade so weit weg von seinen Liebsten ist, dreht sich auch in den Niederlanden alles um den kleinen Sussex-Spross. Prinzessin Margaret, die Schwester von Ex-Königin Beatrix, überreicht Harry einen Babystrampler mit passender Aufschrift. Und sein Gesichtsausdruck sagt alles. Er strahlt von einem Ohr zum anderen. Na, über dieses Geschenk wird sich Baby Archie sicher freuen.